Es ist fast so hart wie Diamant und bei extremer Hitze entstanden. Ein russisches Forschungsteam hat jetzt ein völlig unbekanntes Material gefunden, das es so auf der Erde nicht gibt. Was wir bisher über dieses außerirdische Mineral namens Uakitit wissen, das erfahrt ihr jetzt bei Klicks im Science Fiction. Herzlich willkommen. Der Besuch aus dem Weltraum wurde benannt nach dem Fundort des Meteoriten. Das bisher unbekannte Material heißt Uakitit und der Meteorit, in dem es enthalten war, wurde im Jahr 2016 in der sogenannten Uakit-Region in Sibirien gefunden. Und er hat was mit auf die Erde gebracht, was es hier so bisher nicht gab. Das darin entdeckte Mineral kommt nur zu einem sehr kleinen Anteil in den Meteoriten vor und ist nur unter dem Mikroskop sichtbar. Tatsächlich sind die Mineralstücke mit 5 Mikrometern kleiner als unsere Blutkörperchen, die 6 Mikrometer groß sind. Konkret handelt es sich um ein Nitrit, das würfelförmige Kristalle bildet und aus Vanadium, Stickstoff und einem kleineren Anteil aus Chrom und Eisen besteht. Spannend dabei ist, das Element hat Ähnlichkeiten mit anderen kosmischen Mineralverbindungen, die Stickstoff beinhalten. Der Meteorit selbst besteht hauptsächlich aus Eisen, genauer gesagt aus Kamazit und das zu 98%. Dabei handelt es sich um eine Eisen-Nickel-Legierung, die mindestens 90% Eisen aufweist. Weiterhin konnte das russische Forschungsteam mehr als 12 weitere Minerale bestimmen, die sich zum Großteil eben nur in Gestein aus dem Kosmos finden lässt. Sie entstehen erst bei deutlich über 1000 Grad Celsius. Auf der Erde findet man solch eine Zusammensetzung eben nur in Meteoriten. Die Fachleute folgern daraus, dass der Uakitit-Meteorit bei sehr hohen Temperaturen geformt wurde, bei mehr als 2000 Grad Celsius. Die Uakitit-Kristalle sind meist ungestört und lassen somit darauf schließen, dass der Stoff sehr früh aus der Eisen-Nickel-Schmelze auskristallisierte und somit ein eigenständiges Material bildete. Hinzu kommt, dass von anderen Nitriden einer ähnlichen Zusammensetzung keine Spuren gefunden werden konnten. Doch weil sich nur so wenig von dem außerirdischen Mineral in dem Meteoriten befindet, kann das neue Element nicht in allen Einzelheiten analysiert werden. Dazu das Forschungsteam. Unglücklicherweise ist es uns aufgrund der sehr kleinen Körnung nicht gelungen, alle physikalischen und optischen Eigenschaften von Uakitit zu ermitteln. Dazu seien weitere Funde mit einem höheren Anteil des Elements notwendig oder eben weiterentwickelte Technologien. So wissen wir bislang also nur einige Dinge zur Zusammensetzung und Struktur des Minerals mit 100%iger Sicherheit. Das Forschungsteam versucht aber, andere physikalische Eigenschaften des Elements aus Vergleichen mit Vanadiumnitrit zu bekommen. So folgern die Fachleute, dass das Element sehr hart ist. Es erreicht auf der entsprechenden Härteskala einen Wert von 9 bis 10. Damit ist es eines der härtesten bekannten Mineralien überhaupt und reicht sogar knapp an Diamant ran, der tatsächlich die 10 knackt. Das Forschungsteam geht davon aus, dass Uakitit ausschließlich im Weltall vorkommen kann und zwar in Eisen-Nickel-Asteroiden, die bei hohen Temperaturen geschmolzen sind. Doch eine Ausnahme gibt es wahrscheinlich und zwar den Erdkern. Auch er besteht vermutlich aus Eisen und Nickel. Ob sich Uakitit dort auch befindet, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und wenn ihr zu diesem und allen anderen Themen kein Video verpassen wollt, dann habe ich am Ende des Videos noch einen kleinen Trick für euch. Jetzt aber unser hochgestecktes Ziel. Keine Werbung mehr auf Klicks. Und wir haben ja schon angefangen, immer mehr Videos sind werbefrei. Dank eurer Hilfe, tausend Dank. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem Video ab. Werdet also Mitglied, hier unter dem Video draufklicken und ihr bekommt noch exklusive Extra-Videos, Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien für einen kleinen Beitrag. Und wenn ihr den Link nicht findet, wir haben ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt der Trick, wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur da bekommt ihr das aktuelle Video deutlich vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und darunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Außerirdische Revolution bei der Suche. Bis dann. Bleibt dran.